Neue Parteien bekommt das Land. TE stellt die Herausforderer und die Protagonisten, die Vorsitzenden der neuen Parteien vor. Heute bei mir im Gespräch Dr. Hans-Georg Maaßen, Werteunion. Herr Maaßen, ein Monat Partei noch nicht mal. Wie geht das vorwärts? Ist das nicht ein schneller Ritt, den Sie da vorhaben bis zum Sommer? Also die Partei, die gibt es erst seit einer Woche. Und erst seit kurzem haben wir sie beim Bundeswahlleiter angemeldet. Aber wir haben uns das sehr gründlich überlegt, ob wir den Weg gehen, eine eigene Partei zu gründen und ob wir bei den Landtagswahlen antreten. Ich bin immer wieder schon gedrängt worden, wir sollten bei den Europaparlamentswahlen antreten. Aber da sagte ich, Sorgfalt vor Eile. Das muss sorgfältig aufgebaut werden, geplant werden. Und unser Ziel ist der 1. September in Thüringen-Sachsen und dann der 22. September in Brandenburg. Und derzeit bauen wir dann unsere Strukturen auf Bundesebene und in den drei Ländern vor allem. Sie brauchen Landesverbände, Ortsverbände, Bundesverband, Mitglieder. Geht das so? Kriegen Sie Menschen, die sich für die Werteunion engagieren? Ich würde jetzt am anderen Ende der Kette anfangen. Was wir vor allem brauchen, sind Stimmen. Ja, wir brauchen Stimmen, ansonsten brauchen wir auch gar nicht anzutreten. Unsere Strategie ist, die Organisation so aufzubauen, dass wir maximalen Erfolg haben bei den drei Landtagswahlen im kommenden Herbst. Dazu gehört es natürlich auch, dass wir Leute haben, die mitziehen. Dazu gehört es auch Leute, die uns Geld geben, Sponsoren bzw. Spender. Und dazu gehört es auch Leute, die eine vernünftige Strategie aufsetzen und eine gute Kampagne machen können. Und es braucht Kandidaten. Haben Sie Kandidaten? Wir haben Kandidaten. Es ist natürlich immer die Frage, Herr Tichy, viele fühlen sich berufen, aber nur wenige sind auserwählt, da die richtigen Leute zu finden, die unsere Positionen auch vertreten und, ich sage mal, die nicht direkt wieder von der Stange gehen, was man oftmals bei neuen Parteien ja erlebt. Kaum sind sie im Parlament, dann erodieren dann die Fraktionen, weil jeder meint, solitär zu sein, rauszugehen und seine eigene Partei zu machen. Also wenn Sie schon sagen, es erodiert ja schon vorher, nicht? Sie haben Max Otte verloren, Sie haben Markus Krall verloren und alle beide mit dem Absingen schmutziger Lieder davongezogen. Wie gehen Sie damit um, wenn alte Kampf- und Weggefährten Sie beim Beginn der eigentlichen Auseinandersetzung verlassen? Beide gehörten nicht zur Partei und Max Otte gehörte auch noch nicht mal zum Werteunion-Verein. Also er ist schon seit rund 2 Jahren nicht mehr Mitglied des Vereines, weil er damals aus der Partei CDU rausgegangen ist. Nach der damaligen Satzung war er damit nicht mehr Mitglied. Also wusste er das? Oder? Er war der Vorsitzende, natürlich wusste er das. Paragraph 4 Absatz 5 unserer Satzung, er war nicht mehr Mitglied des Vereins. Dass er jetzt großtönig aus dem Verein austritt, ist eine Unverschämtheit. Das wäre ganz genauso, wie wenn ich sagen würde, ich trete aus der Bundesregierung aus. Er hat nicht zu uns gehört und er war auch nicht Mitglied der Partei, auch nicht Gründungsmitglied. Er hat mit uns nichts zu tun und ich bin auch froh, dass wir nichts mit ihm mehr zu tun haben. Er hat uns sehr geschadet. Und was Markus Krall anging, er ist im vergangenen Sommer erst dem Verein beigetreten und ich selbst hatte mich dafür eingesetzt, dass seine Probezeit verkürzt wird. Und er im Januar dann also auch als Vollmitglied in Erfurt teilnehmen konnte. Nicht abgestimmt mit mir hatte er seit September vergangenen Jahres immer von der neuen Partei gesprochen. Damit war nicht die Werteunion gemeint, sondern sein Projekt. Und im Januar hat er plötzlich dann unser Projekt Werteunion für sich vereinnahmt, ohne es mit uns abzusprechen. Er ist nicht Mitglied der Partei und ich finde es schade, dass er sich so verhalten hat. Weil ich ihn menschlich immer geschätzt habe, hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Aber seine, ich sage mal, sehr offensive, manchmal mitunter auch aggressive Art und Weise, wie er seine Positionen kompromisslos vortrug, hat auch viele Leute vor den Kopf gestoßen. Brauchen Sie nicht jemanden, der zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik eben kompromisslos dem augenblicklichen Neosozialismus grüner Prägung entgegentritt und den Staat verkleinern will und die Marktwirtschaft wieder reaktivieren soll? Wir brauchen Experten und an unserem Wirtschaftsprogramm hat ein Wirtschaftsprofessor teilgenommen und wenn Markus Krall ihn der Inkompetenz beschuldigt, wer ist das? Professor Söllner hat daran teilgenommen und auch manche andere haben daran mitgewirkt an dem Wirtschafts- und Finanzprogramm. Aber ich muss auch sagen, Markus Kralls Positionen sind in Teilen
ich sag mal, weltfremd und unpolitisch, wenn er fordert, dass sämtliche Finanzämter abgeschafft werden sollen, wenn er fordert, dass die ganzen Migranten, die unter Merkel zu uns gekommen sind, abgeschoben werden sollen. Das ist, muss ich sagen, auch nicht meine Position. Das ist unrealistisch und das ist unsolide. Auch wenn er sagt, wir dürften nur noch 4 Ministerien haben. Das ist für mich eine unsolide Äußerung. Und wir wollen als Partei seriös sein. Wir wollen nur das fordern, was man auch wirklich durchsetzen und einhalten kann. Und nicht mit, ich sage hier wirklich, populistischen Forderungen nach Stimmen geilen. Wie viel Ministerien braucht dieses Land wirklich? Ja, wir können die Ressorts mal im Einzelnen durchgehen. Also ich glaube, es gibt einige Kernressorts, auf die man nicht verzichten kann. Da denke ich auch an die Zeit eines Otto von Bismarcks zurück. Also da gab es ein Außenamt, da gab es ein Innenamt, dann gab es ein Finanzministerium oder Schatzamt, da gab es ein Wehramt oder würde man sagen Kriegsministerium und dann gab es noch ein Amt für Arbeit und Soziales, das relativ früh, und dann Ernährungsamt. Ja, das waren relativ wenige Ämter. Also es war ein halbes Dutzend, reicht ja heute auch. Wer braucht Entwicklungshilfe, Teil des Außenamtes? Entwicklungshilfeministerium ist in den 60er Jahren geschaffen worden. Damals, ich glaube, es war für die CSU, weil die CSU auch ein Außenministerium haben wollte, hat man es geschaffen. Aber natürlich brauchen wir auch ein paar andere Ressorts. Und das Zusammenlegen alleine reicht ja nicht aus. Man muss auch in der Lage sein, eine Führungsspanne von 20 Abteilungen bewältigen zu können. Und das gibt es aus der, ich sag mal, Organisationslehre gute Gründe, dass Organisationseinheiten ab einer bestimmten Größe auseinandergehen. Also da kommen Sie nicht weiter und Sie sagen, nein, diesen radikalen Schnitt mit der Kettensäge machen Sie nicht. Nein, es gibt bei mir keine radikalen politischen Äußerungen. Ich bin natürlich für einen Rückbau auch der Bundesadministration mit Sicherheit, weil es sehr viele Ressorts gibt, die Aufgaben übernommen haben, die eigentlich nicht originäre Staatsaufgaben sind. Das Ziel der Werteunion lautet ja auch, wir wählen die Freiheit, und das bedeutet, der Staat soll sich aus dem Leben der Menschen weitestgehend zurückziehen und das tun, wofür er eigentlich da ist. Und wir sprachen gerade über die Kernressorts, die es schon zu Bismarcks Zeiten gegeben hat. Das sind eigentlich die Aufgaben, die der Staat auch wahrnehmen muss. Das ist die innere Sicherheit, die äußere Sicherheit zu gewährleisten, die Infrastruktur zu gewährleisten und einen rechtlichen Rahmen zur Verfügung zu stellen, der wirklich auch funktioniert. Aber mein Eindruck ist, in der heutigen Zeit tut der Staat das nur noch unzureichend. Infrastruktur ist marode, Rechtsstaat erodiert, Demokratie erodiert, nicht zu sprechen von der inneren Sicherheit. Und er kümmert sich um Themen, die ihn gar nichts angehen. Und da bin ich der festen Überzeugung, da muss er sich aus unserem Leben raushalten. Dafür braucht er auch keine Beamten und keine Administration. Sagen Sie mal, wenn das die CDU ist und das die AfD ist, wo liegt die Werteunion? Wissen Sie, wir grenzen uns nicht zwischen zwei Parteien ab, sondern wir sind wir. Und wir haben unsere eigene Programmatik. Und unsere eigene Programmatik ist eine Programmatik, die in erster Linie den Menschen im Mittelpunkt nimmt. Insoweit haben wir auch deutlich gemacht, christliches Menschenbild. Und das bedeutet, wir, wie ich gerade sagte, wollen, dass der Staat sich aus unserem Leben zurückhält. Wenn ich jetzt diese beiden Gläser, die Sie mit CDU und AfD bezeichnen, sehe, nehme ich wahr, dass trotz aller Unterschiede beide etwas gemeinsam haben, nämlich den starken Staat. Vor allem, wenn ich diesen solidarischen Patriotismus aus Thüringen wahrnehme, wo es heißt, wir wollen eigentlich einen starken Staat haben, aber vielleicht etwas mehr nur für Deutsche, muss ich sagen, wir sind insoweit anders. Wir wollen, dass der Staat sich rausnimmt aus dem Leben. Was uns in Teilen verbindet, ist, dass wir keine Grenze ziehen zwischen rechts und links. Und ich sehe auch keine Brandmauern. Ich sehe, dass die Grenze in Deutschland, oder man kann nicht mehr von Grenze sprechen, das ist ja ein unglaublich breiter Graben, der die Gesellschaft teilt, der läuft nicht zwischen rechts und links, sondern er verläuft zwischen denen, die auf der freien Seite stehen, und denen, die einen autoritären, vielleicht sogar einen totalitären Staat wollen. Ja, und wo ist es dann? Ich meine, ist es dann nicht näher bei der AfD, die ja eigentlich liberaler sein will, angetreten ist als marktwirtschaftliche Partei? Aber Sie wissen ja, das war eine andere Zeit gewesen. Das waren noch Leute wie Henkel, Lucke, Schachtschneider, die im Grunde genommen eine andere AfD prägten, die Professoren und Ökonomen AfD, die AfD, die Partei war, die gegen die Euro-Rettung war
Und diese Partei hat sich ja nun in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Also doch Premium-Partner CDU. Ich habe das in dem Zusammenhang gesagt, dass ich sagte, wir sind eine der Unionsparteien, so sehen wir uns. Wir haben uns abgespalten von den anderen beiden Unionsparteien. Unser Ziel wäre es gewesen, dass die CDU und die CSU wirklich wieder für eine Politikwende stehen. Da habe ich das Gefühl, Sie sind sehr leidensfähig. Die CDU hat Ihnen sehr übel mitgespielt und trotzdem wollen Sie eine Art CDU-Partei sein? Wir sehen uns als eine Abspaltung der Union. Wir sehen uns als eine Abspaltung der Union. Ich sage auch ganz klar, die Union unter einem Söder und einem Merz ist für uns nicht kooperationsfähig, so wie sie sich derzeit darstellen. Wir sagen, wenn es eine Politikwende geben würde, einen Bruch mit der Herrschaft des Unrechts von Angela Merkel, ein politischer Neuanfang in diesen beiden Parteien, dann wäre es anders. Wir sind der Teil der Unionsparteien, der die Kurve bekommen hat, der gesehen hat, dass der Hauptweg rechts abgebogen ist, kann man so sagen. Und die sind nach links abgebogen in den Holzweg. Wir sind nicht in der Lage gewesen, die Partei wieder zurückzuholen, die CDU zurückzuholen. Und jetzt gehen wir den Weg weiter. Andere Seite, es gibt das Bündnis Sahra Wagenknecht, die Kooperation mit Ihnen ablehnt. Und manche sagen, die Sahra Wagenknecht-Partei ist eine Art fünfte Kolonne der Ampel, sie ersetzt die FDP für die nächste Koalition. Ist das so? Sehen Sie das so? Oder sehen Sie eine Eigenständigkeit bei der neuen Konkurrenz? Was mir bei Sahra Wagenknechts Partei auffällt, ist, dass es eigentlich eine Abspaltung von der Partei Die Linken ist, das heißt von der SED und im Grunde von den kommunistischen Vorfahren. Und wie ist das immer in der Bewegung des Kommunismus gegeben hat. Es gab immer wieder Abspaltung. Und Sahra Wagenknecht will offensichtlich diese kommunistische Bewegung über die Zeit retten, während ihre ganzen Mitgenossen es nicht mitbekommen haben, dass die Zeit eine andere ist, versucht sie diese Partei wieder mit dem Logo Sahra Wagenknecht-Partei zu modernisieren. Sie strecken keine Hand aus in dem Sinne, dass Oppositionsparteien ja zunächst ein Ziel haben müssen, nämlich der Ampel etwas entgegenzuhalten, sondern sie grenzen sich auch hier wieder ab. Nun, also ich sehe Gemeinsamkeiten mit der Partei von Frau Wagenknecht. Ich sehe insoweit auch Gemeinsamkeiten mit der AfD, nämlich auf der Problemerkennungsebene, auf der Analyseebene. Frau Wagenknecht redet nicht herum, sie erkennt den rosa Elefanten im Raum. Sie redet über die Migrationskatastrophe, sie redet über die ökonomischen Probleme, die dieses Land hat, sie redet über den Klimairrsinn und Gendersprache, genauso wie es auch die AfD tut und wie wir es tun. Und das sind unsere Gemeinsamkeiten. Ich glaube, wir gehen auseinander auf der Lösungsebene. Und Frau Wagenknecht kommt mit den Lösungen, sagen wir mal, aus der alten kommunistischen Werkzeugkiste und bietet immer den Kollektivismus als Lösung an. Und das sehen wir grundlegend anders. Nun haben ja viele Bürger uns vermittelt, dass sie ein neues Parteiensystem wollen, in dem dieses Links-Rechts-Schema aufgebrochen wird, die Opposition sich machtvoll zusammenschließt und dem Spuk der Ampel ein Ende setzt. Aber jetzt docken Sie doch irgendwie gedanklich bei der CDU an und Frau Wagenknecht bleibt links. Also wiederholt sich eigentlich das Spiel und die Ampel triumphiert? Nein, das sehe ich grundlegend anders. Das habe ich vorhin schon versucht zu erklären. Ich sehe nicht den Unterschied zwischen rechts und links. Und ich sehe den Unterschied zwischen freiheitlich einerseits und autoritär oder kollektivistisch auf der anderen Seite. Und Frau Wagenknecht spricht zwar die Probleme an, die wir haben, was die CDU nicht tut. Aber unser Ansatz zu den Lösungen, zu den Problemen sind andere Lösungen. Und das ist auf der freiheitlichen Ebene. Und auf der freiheitlichen Ebene kann man natürlich unterschiedlicher Positionen sein, wie stark der Staat ist oder welche Rolle der Einzelne in der Gesellschaft haben soll. Das kann man als rechts bezeichnen oder auch als links bezeichnen. Aber das Entscheidende ist, dass man den Menschen im Mittelpunkt hat und dass der Staat sich weitgehend aus dem Leben zurückhalten soll. Nun hat aber Sahra Wagenknecht jedenfalls schon das Näschen ein wenig vorn. Sie taucht schon auf in den ersten Umfragen zur Europawahl. Sie taucht auf in den ersten Umfragen zu den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern. Können Sie da noch aufholen oder sind Sie zu spät gestartet? Ich denke, dass wir gut aufholen können, weil die Partei von Sahra Wagenknecht wird zwar von den Medien gehypt, man kann wirklich auch den Eindruck haben,
Sie wird deswegen gehypt und deswegen auch so in den Vordergrund gestellt, weil jede Stimme für Sarah Wagenknecht ist letztendlich eine Stimme für die bisherigen Kartellparteien, weil Frau Wagenknecht ja klar gesagt hat, sie wird nicht mit uns eine Zusammenarbeit suchen und auch nicht mit der AfD eine Zusammenarbeit suchen, sodass eine Sarah Wagenknecht-Partei letztendlich nur mit SPD, vielleicht noch mit CDU und mit den Grünen zusammenarbeiten kann. Und dann ist klar, was daraus kommt. Es wird wieder das geben, was wir jetzt schon haben und was wir eigentlich wegwählen wollten. Und ich glaube, die Wähler, die werden es merken, und zwar vor der Wahl, dass eine Sarah Wagenknecht-Partei zwar die Probleme ausspricht, aber man letztendlich als Lösung das bekommt, was man eigentlich gar nicht will, nämlich diese kollektivistische, ökosozialistische Gesellschaft Rot-Grün. Nun heißt es aus Briefen, die man mir zuschickt, dass die Mitglieder der Werteunion die Zusage hatten, dass sie automatisch auch Mitglieder der Partei wären. Und jetzt heißt es aber auch, die müssen eine Probezeit durchlaufen. Stimmt das? Na, dieses Gerücht ist jetzt vor einigen Tagen gestreut worden. Die Tatsache ist, dass wir in unserer Satzung eine Art Anwärterzeit haben. Und das besagt, also wir haben 15 Monate Zeit, um einen Antrag auf Parteimitgliedschaft zu prüfen. Diese Regelung orientiert sich an der Vorschrift, die wir auch in der Satzung des Vereins haben. Da ist es 2 Jahre und orientiert sich auch an Vorschriften von anderen Parteien und dient dazu, dass wir nicht, ich sag mal, unterwandert werden von extremen, radikalen Reichsbürgern oder was auch immer. Dass die Mitglieder, die jetzt Mitglied im Werteunion-Verein sind, Mitglied in der Partei werden können, hatte ich gesagt. Und da sehen wir auch eine Anrechnungszeit vor. Die Leute wollen wir nicht draußen vorhalten. Wie lange ist die Anrechnungszeit? Das werden wir morgen im Bundesvorstand im Einzelnen beraten. Wir wollen jedenfalls sicherstellen, dass die Mitglieder im Werteunion-Verein, die im Grunde genommen die Parteigründung ja auch erst ermöglicht haben, dass die Möglichkeit haben, schnellstmöglich in die Partei zu kommen. Schnellstmöglich heißt Wartezeit, ja oder nein? Schnellstmöglich heißt so schnell wie möglich, aber lassen Sie mich morgen zuerst mal den Bundesvorstand abwarten. Die Partei ist nicht die Maaßen-Partei, wo Maaßen ein Autokrat ist und entscheiden kann, wie er will, sondern der Bundesvorstand entscheidet das. Aber nun gibt es da ja Briefe, die so herumgeistern. Wo kommen die her? Sind die grundlos? Haben Sie jetzt schon innerparteiliche Feinde noch gar nicht angefangen? Also Herr Tisch, ich hatte den Eindruck gehabt, dass das, was uns in den letzten Tagen widerfahren war, eine Kampagne war, gegen die gerade gegründete Werteunion, um uns massiv zu schaden. Das war diesmal eine Kampagne, die nicht unbedingt von der linken Seite geführt wurde, sondern ich würde mal das als Friendly Fire bezeichnen, sondern von Leuten, die ich eigentlich auf unserer Seite gesehen habe und die uns massiv geschadet haben, oder ich will nicht sagen geschadet haben, weil diesen Schaden so groß ist ja nicht, den sie angerichtet hatten. Aber ich glaube, sie wollten uns ganz massiv schaden und sie wollten auch vielleicht die Partei zerstören. Das waren Leute, die vielleicht sich Hoffnungen machten, persönlich in der neuen Partei eine Rolle zu spielen. Das waren vielleicht auch Leute, die einfach mit dieser Partei nicht einverstanden sind, weil sie keine Partei wollen, die verortet wird als Alternative zur AfD. Nun, was wir gemacht haben, ist, wir haben den Auftrag der Mitglieder angenommen, wir als Vorstand der Werteunion-Verein. Wir haben die Partei gegründet. Wir haben nur einen Rumpfvorstand gebildet. Rumpfvorstand heißt, es sind nur 4 Mitglieder im Vorstand. Es ist der Kai-Achim Schönbach, Albert Weiler, der frühere Bundestagsabgeordnete aus Ostthüringen, der jetzt auch für den Wahlkampf da verantwortlich ist, den Alexander Mitsch, den Chef der Werteunion vor Max Otte und Frau Dr. Kaufold als Chefjustiziarin. Die anderen Posten im Vorstand, die stellvertretenden Posten und Beisitzerposten, die nach der Satzung vorgesehen sind, haben wir vakant gelassen, damit die Mitglieder auf einem Bundesparteitag, der im Frühjahr stattfinden wird, darüber entscheiden können, wer in den Parteivorstand aufrücken wird. Ich will damit letztendlich sagen, wir haben unser größtmöglichstes getan, den Wunsch der Mitglieder umzusetzen. Wir haben signalisiert, dass wir auch allen Mitgliedern, die die Werteunion gestützt haben über viele Jahre, auch durch die Dürrezeit,
und viel einstecken mussten, auch an Diffamierung, gerade auch aus den eigenen damaligen eigenen Parteien, CDU und CSU, dass die natürlich die Möglichkeit haben, in die Partei zu kommen. Sie haben gesprochen vom Friendly Fire, also vom Feuer aus eigenen Reihen. Aber ich spüre auch, dass es bei der AfD jetzt wachsende Distanz zu Ihnen gibt. Man hatte wohl geglaubt, Sie seien der natürliche Partner der AfD und jetzt sind Sie der Stiefsohn, die Stiefsohnpartei der CDU. Ich weiß nicht, was man bei der AfD geglaubt hat. Ich glaube, die Klügeren haben das jedenfalls nicht geglaubt. Wir sind eine eigene Partei und eine eigene Partei gibt vor einer Bundestagswahl, jedenfalls anderthalb Jahre vor der Bundestagswahl, keine Koalitionszusagen ab, wie man das in den letzten Tagen nicht von uns erwartet hatte. Wir arbeiten, und da wiederhole ich das, was ich eingangs gesagt hatte, mit allen zusammen, die unsere Programmatik unterstützen. Und wenn diejenigen von der AfD kommen, ist es die AfD. Und wenn es die CDU ist, ich sagte, es ist zwar der Premium-Partner, aber ich sehe derzeit nicht, dass die CDU dazu willens ist. Aber wenn es sein sollte, nach einem, ich sage mal, Führungswechsel in der CDU, kann ja möglich sein, dann wäre es auch durchaus die CDU. Insoweit sind wir nicht auf einen Partner festgelegt.